Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Das neue Update ist jetzt schon ein paar Tage draußen und ich habe mir gedacht, komm, wir zocken einfach auch mal eine Runde. Ich habe ja schon mal früher eine Folge rausgehauen, aber jetzt will ich dann doch nochmal was machen. Ich habe nämlich gerade eben, vor 2 Stunden habe ich einen Run gemacht einfach mal, den ich eigentlich auch schon aufnehmen wollte. Dann habe ich aber irgendwie zwischendrin irgendwie Pause machen müssen und dann ist halt die Aufnahme ist irgendwie dann draufgegangen wegen meinem kleinen Hundi. Schade eigentlich, weil es war ein guter Run, aber dann, als ich habe den dann schlussendlich beendet. Das Lustige ist nur, guckt euch das mal an, und zwar habe ich trotzdem immer noch -4. Ich habe eigentlich den Run, ich habe Mums Heart besiegt und bin dann weitergegangen, aber irgendwie wollte es wohl nicht. Das könnte aber daran liegen, dass ich halt die Mods aktiviert habe, weil ich habe nämlich gesehen, dass Mods das ganze Spiel, ach gut, das ist erstmal gecrashed, das ist schon mal schön. Dass das Mods das ganze Spiel manchmal ein bisschen so naja haben wollen. Gut, sorry, jetzt seht ihr erstmal hier mein schönes Bildchen hier. Das habe ich nämlich eingestellt. Wir spielen nämlich wieder auf dem neuen Computer, Leute. Spielen wieder auf dem neuen Computer. Jetzt dürfte es eigentlich gleich hier meine Spielaufnahme wieder bringen. Komm schon. Willst du mich verarschen, OBS? Ah, da ist es doch. Perfekt. Gut, die Mods dürften jetzt aus sein. Yo, alles klar, wir machen also einen New Run. Und wir spielen, komm, wir spielen einfach mal random. Mal gucken, was, oh, wohl random. Ihr müsst bitte bedenken, ich bin nicht der absolute Isaac-Profi, muss ich dazu sagen. Wir spielen trotzdem random. Zack. Ach, bitte, lass es was Gutes sein, bitte, lass es was Gutes sein. Oh, Kane. Kane ist eigentlich gar nicht so schlecht. Kane geht eigentlich klar. Oh, und wir starten eigentlich hier direkt am Ding, das finde ich auch gut. Was haben wir denn hier? Ich hab so eine kleine Mod noch drin gelassen, das ist nämlich die, wo anzeigt, was die Sachen machen können. Furring Tears for 3 seconds drop a butt bomb. Was? LOL. Das ist ganz schön fett. Ich meine, damit können wir auf jeden Fall easygoing Sachen machen. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir uns damit selber. Oh, guck mal, hier ist unser Pupi. Pupi-Friend hier. Das ist cool. Damit looten wir mehr aus Poops. Jetzt gucken wir mal, wir müssen halt auch mal, oh, lol, das ist mega gut, kann aber auch ziemlich tödlich sein, glaube ich, wenn ich zu lange auf der Stelle stehe. Andererseits ist es halt mega praktisch, um auch Tinted Rocks und sowas wegzulooten, das ist eigentlich ganz cool, muss ich sagen, gefällt mir. Oder halt, um kleine Spinnen hier rauszuholen. Ich versuche jetzt nebenher hier auch mal gleich noch den letzten Char freizuspielen, der mir fehlt, einfach mal keinen Damage kriegen hier im Ding, okay. Oh, Hierophant? Hierophant finde ich cool, das sind zwei Dinghearts hier, Soulhearts, wenn ich es richtig weiß. Weil die Buttbombs, Leute. Die Buttbombs sind real. Komm her, Junge. Bist du? Da oben. Ach komm, echt jetzt? Natürlich hat es nicht funktioniert. Ja, gut, egal. Dann schaffen wir das hier leider nicht. Wir gehen direkt zum Boss. Der Boss ist Pin. Hallo, Pin. Wo bist du? Ach, da bist du. Alter, ich hasse diese kleinen Würmchen, die geben mir richtig hart auf die Nerven. Oh, wir sollten mal aufpassen, dass wir nicht sterben. Dürfte aber eigentlich nicht passieren. Ah, okay, da kommt die. Okay, er ist. Das Gute ist. Leute, haben wir den gerade. Nice. Die Bombe hat getroffen. Ja, komm. Easy going, Leute. Was haben wir denn hier? Plus 0,7 Tiers A plus. Oh. Oh. Das gefällt mir doch. Oh, warte mal. Ah, da muss ich mich eindeutig noch dran gewöhnen. Jetzt gucken wir mal schnell auf die Map. Ich will noch kurz gucken, was in den anderen Rooms ist. Nicht, dass wir da irgendwie einen Tinted Rock irgendwie verpasst haben oder sowas. Es wäre eigentlich ganz angenehm, wenn wir den dann noch mitnehmen können. Gucken wir mal hier hoch. Ah ja, hier ist nämlich zum Beispiel kein Tinted Rock so auf den ersten Blick. Nice. Macht das Damage, wenn der Gestank kommt? Oder wie ist das? Oh Mann. Ah, okay, es ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Da muss man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dem Spiel gegenüberbringen und vor allen Dingen auch dem Movement. Oh, okay. Da kommt dieses komische Giftvieh. Komm, nimm mal die Bombe mit. Danke. Sehr, sehr gut. Und einen Hierophanten. Was haben wir hier? Wheel of Fortune. Ne, wir nehmen den Hierophanten mit. Werden wir direkt auch in der nächsten Ebene einsetzen, hätte ich gesagt. Einfach, dass wir hier schön hier Ding haben. So. Wir werden hier auch auf jeden Fall erstmal keinen Bosch Rush machen. Kein Boss Rush machen und nichts dergleichen, sondern jetzt nehmen wir die 2 Soul Hearts mit. Wir hätten eigentlich Wheel of Fortune auch mitnehmen können. Komm, wo bleibt die Bombe? Oh mein Gott!
Alles klar, war geplant. Easy going, wir lassen die Batterie da. Oh, guck mal, Geld. Geld, 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 Geld. Noch mehr Geld. Oh, Bombe. Wir müssen uns echt angewöhnen, nicht stehen zu bleiben, wenn wir schießen. Es kann sehr, sehr gefährlich enden, habe ich gerade gemerkt. Okay, hier fliegen. Fliegen, überfliegen, fliegen. Geplant. Jetzt gucken wir mal, ob das Ganze funktioniert. Hier ist nämlich ein Tinted Rock. Jetzt stellen wir uns nämlich mal hier hin. Alles klar, perfekt. Easy going. Kann eigentlich wirklich ganz nützlich sein, muss ich sagen. Finde ich ehrlich gesagt ganz cool. So, hier, komm. Leute, da ist noch ein Secret. Noch ein Geheimraum. Ist es der... Ah, guck mal hier. Das ist nämlich dadurch, dass wir dieses Poopy-Item haben. Oh, schön. Schön, 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 schön. Gucken wir mal weiter. Wir haben aber leider noch keinen, unseren Gold Room haben wir noch nicht gefunden. Den hätte ich gerne noch. Oh, diese kleinen Würmchen. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Tintrock. Nope. Pille. Jope. Okay, nicht so gut. Okay, was haben wir hier? Ach, das Gute ist halt, wir brauchen keine Bomben eigentlich zu verschwenden. Oh, ein Crawlspace. Das ist nice. Ja gut, wir nehmen das halt mal mit. Können uns damit jetzt erstmal für den Boss hier relativ viele Spinnen rausholen. Was ist denn das da oben? Komm, machen wir einen Abgang. Was bist du? Oh, jetzt habe ich es nicht gelesen, was es ist. Lol. Fear Effect to all... nee, ich glaube, ich nehme meine... Nee, das triggert nur, wenn ich's, wenn ich die Ability einsetze. Das ist nicht... Also, es ist wahrscheinlich schon gut. Aber jetzt, ich finde es jetzt nicht so Premium. Ich muss sagen, da gefällt mir meine Spinnenbox doch ein bisschen mehr. Aber die triggern wir jetzt nämlich. Kriegen damit eine Spinne nur? Noch eine Spinne? Ah nee, es sind zwei Spinnen. So sieht es doch besser aus schon. Wir haben drei Schlüssel. Ich habe mir gerade echt überlegt... Oh, Little Horn, hallo. Oh, das wird jetzt lustig. Hier gibt es jetzt noch mehr Bomben am Start. Das macht echt Schaden. Lalalala. Hör auf damit. Komm, portal dich mal zu meiner Bombe. Das ist okay. Easy going, ey. Oh, die Bomben sind minimal OP, habe ich das Gefühl. Was bist du? Plus 1 Luck, plus 1 Health. Das nehmen wir mit. Luck können wir gebrauchen. Und was haben wir hier? Ah. Komm runter. Da kommt's. Scheint doch die... Oh, schön. Schön, schön, schön. One Red Heart to three Soul Hearts. Ja, komm. Komm mit. Oh, sollen wir das wirklich machen? Doch, wir nehmen es mit. Wir nehmen es mit, einfach, dass wir die Guppy-Items haben. Gehen wir noch in den Shop. Gehen wir noch in den Shop. Wir haben 23 Gold. Eigentlich können wir gut in den Shop gehen. Die Frage ist nur... Oh, warte mal. Wir können kostenlos in den Shop gehen, Leute. Wir können absolut kostenlos in beide Shops gehen, ohne einen Schlüssel zu zahlen dafür. Das eine ist natürlich kein... Das eine ist natürlich die Bücherei und das andere ist der Shop natürlich. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wie rum das war. Okay, du bist also der Shop. Was haben wir hier? Renews one of the Red Heart Container. Ach, das ist das links. Removes one of the red heart containers and gives you plus and cube of meat. Na, sorry. Nee, nee. Nehmen wir mal nicht mit. Hier drüben haben wir die Library. Wir haben das Die Shard mit. Open your eyes, see the world. Das wäre halt gut für nächstes Ding. The Hermit. Wollen wir auch nicht. Könnten wir uns in den Shop porten. Lovers. Zwei Herzen und Emergency Contact. Da kommen diese Patscherchen runter. Ich will aber, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Dice noch nicht. Deswegen will ich den Dice Shard auf jeden Fall mal mitnehmen. Ich will den Dice Shard mal mitnehmen. So. Vielleicht können wir da was Lustiges machen. So, wir kriegen erstmal hier drei. Und holen uns hier mal ein paar soulige Soul Hearts. Komm hier, eat my bombs. Eat my bombs. Es sind halt schon mega gut, die Bomben, muss ich sagen. Auch wenn es kritisch ist manchmal, weil es könnte sein, dass ich irgendwie auf der Bombe leider stehen bleibe und ich dann mich selber irgendwie hochspreng. Aber ich finde es ehrlich gesagt ganz gut, muss ich sagen, bis jetzt noch. Wir haben halt damit eigentlich bisher nur Vorteile gehabt. Aber in einem engen Raum könnte es halt echt auch zum Nachteil werden. Das ist halt die Frage. Oh Gott. Aua. Nein!
Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Oh Gott, no more. So, der ist weg. Der ist auch weg. Der ist auch weg, perfekt. Oh, Kiste, echt jetzt? Ja, dann komm, zeig mal her, was du hast. Ein Herz? Ne, das wollen wir nicht. Da hinten ist der Gold Room, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, der Gold Room ist oben, okay. Hier ist der Gold Room, den nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Was bist du denn? Chains to Fire, Sticky Slowing Tear, Spawn Blue. Oh. Oh mein Gott, das ist natürlich nicht schlecht, Leute. Immer wenn wir hitten, kriegen. Oh Gott, warum können wir nicht fliegen? Ich will fliegen! Jetzt spawnen wir halt mega viele Spinnen und Fliegen. Das ist ganz nice eigentlich. Und wir spawnen auch noch Kacke, die explodiert. Und noch anderen Shit. Jetzt ist die Frage, wollen wir darüber? Eigentlich wollen wir ja schon darüber, aber wir können auch nicht fliegen. Und ich denke auch nicht, dass wir jetzt in nächster Zeit fliegen können. Und Damage will ich mir eigentlich dafür nicht machen. Dafür lohnt sich das zu wenig. Okay, wir spawnen hier mal. Oh, Alter. Du Poop-Penner. Ich muss schon sagen, die Scheiße, die wir da hier jedes Mal legen, ist schon strong. Aber man muss halt echt drauf achten, dass man den Sound hört davon. Weil sonst kann das echt haha in die Hose gehen. Ha, habt ihr verstanden? Okay, was bist du? Was bist denn du hier? Thick. Nee, aber ich glaube, ich will. Ah, nein! Das ist natürlich scheiße. Mit Thick. Thick ist ein Item, das man leider nicht mehr rauskriegt aus der. Aus dem Item Bar, wenn ich es richtig sehe. Ach, komm schon. Danke. Okay, hier unten ist der Shop. Wir haben zwei Schlüssel. Wir sparen uns die Schlüssel. Ah, das ist shitty. Es wäre so gut gewesen hier an der Stelle. Komm. Ich setze mal hier einfach dazwischen mal so einen Poop hin. Würdest du bitte? Danke. Das ist schon praktisch, muss ich sagen. Das ist schon ganz schön praktisch. Haben wir den Bossroom schon gefunden? Oh, scheiße. Er merkt schon, Dodgen ist. Oh, Dodgen will gelernt sein. Dodgen will sehr, sehr gut gelernt sein. Boom! Ja, komm, dann machen wir einfach so. Ah, Münzen. Münzen lohnen sich hier nicht. Wo ist der Tinderdrog hier? Wo ist der Tinderdrog? Nein, das wollen wir nicht. Ah, da ist der Boss doch. Ja, komm. Ach, komm. Das gibt's nicht. So, Tinderdrog. Kein Tinderdrog. Wir gehen also zum Boss. Haben wir noch irgendwas? Wir können in den Shop gehen oder runter gehen. Ne, wir gehen zum Boss. Es ist Big Horn, der gute Big Horn. Oh mein Gott, wir machen dem richtig viel Schaden. Was macht denn der nochmal? Achso, der kann so Patschhändchen spawnen, die mich dann hitten. Alter, wir machen dem echt guten Schaden, ey. Ah, die Patschhändchen hier meine ich nämlich. Na, Patschhändchen, Big Horn. Wie geht's, wie steht's? Leider ist unsere Bombe hier leider nicht so gut, muss ich sagen. Aber wir machen eigentlich genug Damage, hätte ich mal gesagt. Oh, brennende Bomben. Fire! Ha, schade. Aua. Uncool. Komm, jetzt holen wir ihn. Kommt schon! Ah! Schade, close. Erstmal hier easy gedodged, aber jetzt ist er down. Zack! Nice, was haben wir hier? Health up und. Oh, Damage up. Damage up ist auch gut. Und wir gehen in den Devil Deal rein. Ah, erstmal hier die lustigen Freunde hier mal erledigen. Na, aber oh, Penner! Nice, aber ein Ding dafür. Was haben wir denn hier? Bookworm. Damage up. Achso, das ist das Ding. Okay. Ja, aber Guppy's Paw ist halt auch nicht schlecht. Ich glaube, wir behalten lieber Guppy's Paw. Damit haben wir im Moment eigentlich bessere Vorteile. Aber ich glaube, nee, wir gehen noch nicht. Wir gehen erst im nächsten Ding hier. In der nächsten Stage gehen wir jetzt erstmal runter. Runter. Gehen wir in den. Oh Gott, das wäre gerade fast ein bisschen ein Fehler gewesen hier. Geben wir unser ganzes Geld aus, natürlich, würde ich sagen gerade.
Ah, das sind diese Kopfmonks hier. Komm, du nimmst die Bombe mit. Ach, die werden dann auch paralysiert. Das ist schon gar nicht so schlecht. Okay, dann gucken wir mal weiter. Gehen runter. Auch gegen ein Monstro wäre halt cool zu kämpfen mit der Bombe. Weil Monstro hüpft ja eigentlich immer dorthin, wo man sich befindet. Oh! Explosive Diarrhea. Uncool. Huh. Das wünscht man niemanden. Die explosive Diarrhea. Ach komm, echt jetzt. Ah, hat er mich getroffen. Komm! Ich hasse. Also, es gibt ein paar so. Minions, wenn ich sie mal so nennen darf. Ein paar Gegner, die ich halt echt bei Isaac absolut nicht mehr. Was bist du denn? Lass mal die zwei Poops hier kaputt machen. When used. Small amount of random stats, random tier effect. Okay. Wir sprengen das immer wahrscheinlich in die Luft. Und nochmal. Und guck mal, was wir hier. Ah, okay. Was war nochmal in dem Room? Ich wusste, dass man da hier irgendwas machen muss. Konnte man das hier irgendwie in die Luft sprengen oder so? Nee, irgendwas war hier. Ich weiß noch nicht mehr was. Oh, wow. Das war schon ganz schön gut von mir gerade. Oh, fuck, hey. Was ist denn da los? Das war nicht cool, Leute. Das war nicht cool, aber man darf ja auch mal in einem Room nooben. Okay, unten ist der Shop. Das ist gut. Da gehen wir rein. Ah, es ist Greed. Hallo, Greed. Komm, nimm die Bombe mit. Okay. Ah, Steam Sale. Alles klar. Ach man, warum warst du greedy? Ich hätte gerne hier den Shop gehabt. Ich brauche noch ein paar gute Items. Items? Wo seid ihr denn, Items? Ich brauche euch doch. Ja, wir machen schon ganz schön guten Damage, hätte ich mal gesagt. Obwohl, wir sind bei 3,9. Eigentlich machen wir gar nicht so guten Damage. Wir gehen direkt weiter. Oh, der Fatty. Komm. Oh Gott. Wow, ich wurde gerade angesaugt. Deswegen war ich so langsam. Ich habe mich gerade schon gewundert. Okay, er springt. Boah, die Bomben sind halt schon stark, wenn man sich dahinter die Bombe stellt und ihr dann einfach zu ihm schießt. Er ist halt schon mega, mega stark. Komm, leg mal was. Und besonders der. Der macht jetzt gerade ziemlich unser Ding hier voll. Finde ich eigentlich ganz cool. Was haben wir hier? Belt. Okay, nehmen wir mit. Speed up. Ist gut. Speed up. Was haben wir? Oh. Ach, wir können so Guppy werden, Leute. Oh, es kostet 3 Soul Hearts. Mm. Finde ich eigentlich nicht so angenehm. Wir könnten Guppy werden in dem Run, Leute. Wir könnten Guppy werden. Und das direkt hier im zweiten Run, den wir machen. Sollen wir hier dem Typen was füttern? Ne, wir füttern ihm nichts. Wir füttern ihm nichts, Leute. Ich weiß nicht, ob ich das machen will mit unseren. Wir haben halt nur unsere Ding Hearts jetzt bisher. Deswegen. Weiß eigentlich jemand, wie das ist, wenn ich jetzt sterbe und mit einem roten Herz, aua, theoretisch wieder spawne? Ah, Penner. Pennerbombe! Und mit einem roten Herz jetzt wieder spawnen würde. Wie ist denn das? Kann ich das dann usen mit meiner Paw oder würde ich dann da vorher sterben, bevor ich meine 3 Soul Hearts kriege? Weil eigentlich heißt es ja Exchange. Das heißt also, theoretisch dürfte ich nicht sterben, oder? Bin ich da jetzt falsch informiert, liebe Freunde? Könnt ihr gerne mal, wenn ihr das wisst, in die Kommentare schreiben. So, jetzt gucken wir mal. Okay, eine Batterie bringt uns halt gar nichts mit Guppys Paw. Ah, oh, Portale. Die schlimmsten neuen Gegner. Oh, guck mal, da ist außerdem Tinted Rock, Leute, falls ihr das nicht gesehen habt. Ich muss die Portale wegmachen. Oh, wow. Oh, natürlich! Natürlich! Und dadurch, dass der weiße Dude hier ist... Oh, Mann. Eine rote Chest. Wow, doppelt Trollbombe. Nice. Wenigstens noch den Tinted Rock damit mitgenommen. So muss es auch sein. Das sind die Profi-Skills hier. Oh Gott, warte mal. Die Bombe habe ich jetzt fast vergessen. solche Situationen meine ich zum Beispiel. Obwohl die Bombe beim Mom richtig stark sein könnte. Wenn die da drauf flatscht.
Ah, könnte ich mir schon vorstellen, dass das ganz cool werden könnte. So, dann gehen wir mal weiter. Oh, schon wieder ein Portal. Oh nein! Der blockt das. Aber nicht mehr lang. Okay, weiter geht's in den großen Raum. Unsere Spinnen opfern sich männlich, wie sie sind. Oh, Skelett. Und Bombe. Ich vergesse die Bomben langsam, Leute. Das könnte... Ich glaube, es könnte... Oh Gott. Das war der erste Hit von unserer eigenen Bombe. Das macht echt AOE-Damage. Das finde ich ganz schön nice, muss ich sagen. I like that. Irgendwo muss... Lol, die Fliege habe ich nicht gesehen. Oh mein Gott. Kein Tinder-Draw, kein Tinder-Draw. Ich könnte natürlich die ganzen Schädel sprengen. Aber das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Nee, hör auf. Ich mag dich nicht. Ja, eat that. Eat that, bruh. Da oben ist der Shop, oder? Wir haben 4 Schlüssel, wir gehen rein. Dann switchen wir noch. Canst du up for red hearts? Wir nehmen dich mit und switchen nochmal. Das bringt uns halt gar nichts. Wir haben keine Familienviecher. Was bist du denn? Stun enemies can grab items. Bringt uns auch nichts. Wir machen nochmal eine Runde. Okay, was haben wir hier? Plus Coins. You can open doors with coin instead of key. Nehmen wir mal mit. Das finde ich ehrlich gesagt ganz interessant. Türen öffnen mit... Oh Gott. Oh, warte mal. Ich hätte doch Familiars gehabt, oder? Fliegen und so zählen doch auch dazu. Oder zählen nur Minions. Also hier die kleinen Viecher dazu. Die Bots, die uns hinterher rennen. Ich glaube, es könnte sein, dass auch nur die Kleinen dazu zählen. Das weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Oh nein, das sind so Spawner-Viecher. Oh Gott, und die können die schwarzen Blubbel schießen. Könnt ihr mal aufhören damit? Das fände ich ganz schön gut von euch. Okay, hier ist... Wo ist der Boss? Und wo ist bitte mein Gold-Item hier? Oh, Portale! Nervigsten Gegner wirklich im ganzen Spiel. Oh, Skelett. Oh, hör auf damit! Ich weiß, Skelette sind eigentlich relativ einfach zu besiegen. Nur das Problem ist halt, bevor man das Skelett besiegt, sollte man auf jeden Fall das Portal wegmachen. Und ich komme jetzt hier nicht so schnell raus, wegen der Siffe hier. Wegen der grünen Siffe, wollte ich gerade schon sagen. So, geht doch. Batteries brauchen wir nicht. No. Ah, hier sind wir doch richtig. Aua, natürlich triffst du uns. Komm. Eat that. Nice, okay. Könnten wir fighten? Gucken wir mal rüber. Ne, für 2 normale Chests machen wir das nicht. Wir öffnen das, die Tür mit dem... was bist du denn? Heals half a heart every 13 killed enemy. Okay. Könnte sogar ganz lustig werden, diese kleine Vampir... Vampire Charm. Oh, Brimstone-Spinnen. So weit sind wir also schon. Ich hasse Brimstone-Spinnen. Die sind immer... Ja, natürlich. Und der Brimstone triggert auch noch so ewig lang. Nah. Wo war jetzt eigentlich der Boss? Der Boss muss hier links sein. Ah, guck mal, wenn man vom Teufel spricht. Haha, es ist aber noch nicht der Teufel. Oh. Okay, jetzt kriegen wir hier. Ah, wir können es nicht mitnehmen, weil wir diesen komischen... Monstro, hallo! Oh. Es ist Monstro 2. Warte mal, da war was mit dem Brimstone und so. Das vergesse ich immer wieder, dass Monstro... Ach, come on. Dass der fucking Brimstone hat. Und auch noch so unendlich viele Fliegen spawnt. Oh, wow. Oh, Leute, es läuft nicht gut jetzt. Der Brimstone hat mich durcheinander gebracht. Ach, komm. Das gibt es nicht. Fucking Monstro. Eat that. Oh, wow. Warum vergesse ich immer den Brimstone? So, jetzt aber. Zack. Jetzt gibt es nämlich hier ein bisschen... Jetzt gibt es die sicken Plays hier. Brimstone? Nee, noch keiner. Jetzt kommt aber der Brimstone. Ach komm, ich bin doch da ausgewichen gewesen. Blöde Fliege. Oh, Brimstone! Komm, mach ihn weg, den Jungen. Hier. Warum nimmst du jetzt nicht die Bombe mit? Monster, das war ein Geschenk.
Ich finde es sehr, sehr schade, dass du mein Geschenk abgelehnt hast. Ach gut, da gibt es ein Herz. Das ist schon mal ganz angenehm. Warum kein Devil Deal? Was kriegen wir hier? Health Up ist gut. Dann nehmen wir nämlich noch das mit. Dann kriegen wir doppeltes Health Up. Und durch das doppelte Health Up können wir mit Guppies Paw 6 Soul Hearts erstellen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber natürlich auch erst, wenn wir es brauchen. Wir machen viel zu wenig Schaden, Leute. Wir haben gerade mal eine 3,0 Damage-Ding. Das ist halt echt ziemlich wenig eigentlich. Ah, Poop. Na gut. Okay, einer muss noch leben irgendwo. Da oben. Zwei sogar. Spinne! Ah, geht doch. Alles klar, wir gehen einfach mal straight hoch. Oh nein, ich hasse solche Räume, wo so viele... Oh Gott. So, nice. Weiter geht's. Oh oh. Brimstone. Finde ich relativ unangenehm. Weiß nicht warum, aber es ist irgendwie so. Oh, dann spawnt auch noch ein Pilz. Oh. Ach komm! Fucking Bombe, hä? Muss man sich echt dran gewöhnen, Leute. Muss man sich echt dran gewöhnen. Okay, gehen also mal nach links. Da könnten wir uns ein Soul Heart rausholen. Okay, da. Wohoho, das war ein bisschen knapp hier gerade. Okay, dann gehen wir wohl nach unten. Oh nein. Das ist jetzt ein ätzender Raum. Oh mein Gott, ist das ein ätzender Raum. Komm, spreng alles in die Luft. Okay. Kein Tinderdrug, deswegen nehmen wir mal hier ein Soul Heart mit. Oh wow. Ja gut, das war ganz okay, jetzt hätte ich mal gesagt. Und noch mehr von den Viechern. Ach, guck mal. Secret Raum. Das ist gut. Ja, boom. Zack. Und letzter. Ja, flieg ruhig dagegen. LOL. Doppeltes Secret Raum. Was ist denn das für ein Item? Warum komme ich da nicht rüber? Wie soll ich denn... Oh Gott, warte mal, Bombe. One Health Up, One Soul Heart, One Black Heart. Oh mein Gott, das wäre mega gut. Aber wie komme ich da rüber? Da muss ich fliegen können dafür. Na, Guppy. Wo bist du, wenn man dich braucht? Eat that, bitch. Aber wir kriegen hier ein paar Black Hearts. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist eigentlich ganz cool. Damit können wir relativ safe in die... Brimstone spenden. Fuck you! Ich bin nicht weggekommen, sonst wäre ich voll in meine Bombe reingerannt. Oh mein Gott! Bombe! Das ist halt das Problem, wenn man da aus diesem Raum nicht mehr rauskommt. Aus der Zone, wo das... Okay. Es ist nicht gut, Leute. Es läuft nicht so gut. Wir haben immer noch... Ne, wir gehen jetzt zum Boss direkt. Wir spielen nämlich jetzt direkt gegen Mom. Isaac! Ja, gut, alles klar. Da habe ich zu spät reagiert, das habe ich zu spät gesehen, das muss ich zugeben. Den Schuh, ja, da habe ich ihn noch gedodged. Nicht so, ah, da kommt er noch! Alles safe. Komm, nimm jetzt die Bombe mit. Mutter. Mutter, ich muss dir empfehlen, nimm meine Bombe mit. Die schmeckt dir bestimmt. Zack. Komm, noch ein bisschen Damage drauf und dann haben wir sie. So, zack, wo ist der Devil Deal? Da links ist der Devil Deal. Okay, was haben wir denn hier? Range Up und... Du. Das ist doch gar nicht so schlecht. Jetzt gucken wir mal rein, was wir hier haben. Okay. Oh mein Gott, wir können Guppies werden. Oh mein Gott, wir können Guppy werden. Ja! Oh mein Gott, das ist nice. Guppy! Du. Mega awesome. Das gefällt mir, hey Leute. Im ersten Run, den wir jetzt hier wieder aufnehmen, erstmal Guppy werden. Willst du mal eine Bombe droppen? Willst du mal eine Bombe droppen? Na, geht doch. Ach, Money. It's all about the money, money. Wir fliegen jetzt, gell? Wenn ich es richtig weiß. Ja, wir fliegen jetzt.
Oh mein Gott, das könnte jetzt ein mega guter Run werden. Warte mal, wir sind bei Mom. Ah, nein, bei Mom kann man ja nicht mehr zurück. Leute, das ist aber nicht so intelligent, habe ich so das Gefühl. Egal, wir können es ja immer noch schaffen, Leute. Wir sind Guppy. Jetzt müssen wir das Easygoing schaffen. Ah, fuck. Natürlich. Jetzt habe ich es gecallt, Leute. Jetzt habe ich es gejinxt. Jetzt gehen wir drauf. Okay, Bombe ist. Oh mein Gott, aber dadurch, dass wir Guppy werden, kriegen wir so viele Fliegen. Stimmt, da war was. Ach du Heiliger, wird das jetzt lustig. Und wir spawnen auch noch Spinnen dazu. Ich glaube, Spinnen machen, wenn ich es richtig weiß. Zack. Oh wow, echt jetzt? Der hat mich trotzdem noch gehittet. Na, naja, was soll's. Müssen nur aufpassen, dass wir eins, bevor wir sterben, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Okay, wir setzen es jetzt. Fuck you. Komm, gib mir die Soul Hearts. Wo sind die Soul Hearts? Ah, oh, ich muss da echt mehr drauf achten wieder, Leute. Ich muss da wirklich ein bisschen drauf achten jetzt. So, da ist der Poo. Okay, Soul Hearts. Oh mein Gott. So nicht. Big Brain. So nicht. Noch ein Big Brain. Komm hier. Nimm die Bombe mit. Die schenke ich dir. Geschenk von meiner Mutter. Okay, auch nicht. Sie können da oben in den Fight-Ding gehen. Ich glaube aber nicht. Wir sind schon Guppy. Oh nein. Brimstone-Viecher. Oh, come on. Ein Herz und ein Schlüssel. Ich bräuchte mal. Warte mal, ist das. Ne, ist kein Tinted Rock. Ach du Heiliger, natürlich. Okay, ich habe nur noch ein halbes Herz, Leute. Jetzt muss ich aufpassen. Komm. Ah, nicht gut. Bist du ein Tinted Rock? Ich glaube nicht, gell? Nee. Was bringen mir die scheiß roten Herzen? Ich brauche andersfarbige Herzen. Natürlich. Natürlich kommen jetzt die. Oh Gott, da ist ein Tinted Rock. Fuck, da war ein Tinted Rock. Nein. Aber das Gute ist, wir können sie jetzt trotzdem kriegen. Oh mein Gott, er will uns untergraben. Schwein. Oh, Alter, gedodged. Okay, wir haben sie. Und wir sind noch sogar noch relativ gut aus der Situation rausgekommen. Dieses Item, es macht mich fertig, Leute. Es ist in Situationen ganz nützlich, aber in anderen halt nicht. Muss ich ganz klar mal dazu sagen. Komm, wir gucken, wir legen jetzt hier einfach mal einen Poop hin. Ist ja egal, wir kriegen ja schlussendlich einfach dann nichts, das ist gut. Die zwei Little Gritties. Na, Little Gritties, was macht ihr denn so? Okay, was bist du? Oh, Friends till the End ist ganz gut sogar, Leute. Okay, komm. Bringt uns nichts. Fuck. Okay, weiter geht's. Okay, ab zum Boss, oder? Naja, wir können hier eh nichts mehr holen. Zack. Was ist es? Es ist Death. Okay. Es ist Death. Boom! Death! Boom, Death! Boom! Doppel-Boom, Death! Alles klar. Oh, ich dachte gerade, das ist eine gegnerische Spinne. Aber es ist unsere Spinne. Wir haben keinen Devil Deal gekriegt. Aber dafür. Ja, gut, ja. Ja, was soll man dazu sagen, Leute? Was soll man dazu sagen? Ist okay, geht schlechter. Gucken wir mal, ob wir direkt hier. Oh Gott. Bringt das uns was, wenn wir hier reingehen? Ich meine, sie schießen Tiers. Ich will das jetzt erstmal erfahren. Hallo? Boah, das war knapp.
Ich habe gedacht, ich gehe jetzt gleich drauf. Nee, die Chest öffne nicht. Tinted Rock, bist du hier irgendwo? Give it a try. Okay, du bist hier nirgendwo. Hätte ich mir eigentlich denken können. Ah, fuck, Laserauge. Und Riesen. Zombie. Dinger, Viech. Ich weiß nicht, was du. Fuck, schon wieder nicht aufgepasst. Ah. Gib mir den Arcade Room. Gib mir einen Tinted Heart. Okay, dann gib du mir einen Tinted Heart. Wir müssen jetzt halt hier ein bisschen. Oh, guck mal, Coins. Wir müssen jetzt halt hier ein bisschen spielen, Leute. Es tut mir leid dafür. Aber ich muss gucken, dass ich mich hier ein bisschen wieder ausstatte. Rote Herzen bringen mir ja leider nichts mehr. Wow. Und einen Shop haben wir leider auch nicht mehr. Dankeschön für die Münze. Oh, nice. Das war gut. Ich weiß gar nicht, kann man hier überhaupt einen Soul Heart kriegen? Kann man hier überhaupt einen Soul Heart kriegen da dran? Ich glaube nämlich nicht, weil ich habe zum Beispiel jetzt noch keinen Soul Heart auf so einem Ding gesehen. Ich glaube, nee, man kriegt, glaube ich, nur rote Herzen. Ah, das ist uncool. Warte mal, wir sprengen es aber auf jeden Fall noch in die Luft. Oh, nice. Oh, war nicht schlecht. Die sprengen wir auch noch in die Luft. Alter. It's all about the money, money, money. Okay, da oben ist ein Kampfraum für drei. Ne, wir sind schon Guppy. Ah, obwohl, wir könnten da ein Ding rausziehen, Leute. Irgendwie ein schwarzes Herz oder sowas. Immer noch kein Tinted Rock. Ach du Heiliger. I don't like these. Boah, ich dachte gerade schon. Ich habe gedacht, das könnte schief gehen. Das kann schief gehen. Das kann sehr, sehr schief gehen. Und die Treubombe natürlich. Danke. Retrovision. Retrovision ist nicht so doll, aber ist nicht so schlimm. Ist nicht so doll, aber nicht so schlimm. Kann der das irgendwie snacken? Nee, ich hab. Ah, ich brauch. Okay, da ist es. Fuck! Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Komm schon. Pubi, do your thing. Okay. Dann hätte ich mal gesagt. Leute, es wird Zeit, oder? Können wir hier noch irgendwas holen? Ich glaube nicht, deswegen zack, rein da. Mom's Heart. Oh Mann, Retrovision immer noch drauf. Na komm, du Auge da oben. Was soll der Scheiß? Hör auf damit. Oh wow, wir sind tot. Gut. Okay, jetzt will ich was probieren. Es funktioniert tatsächlich. Es funktioniert fucking tatsächlich. Okay, ich will doch mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch ein paar schwarze Herzen. In den Räumen findet man eigentlich immer relativ viele schwarze Herzen. Pilz. Tarotkarte ist nicht schlecht. Ah, die Retrovision geht mir jetzt schon wieder auf den Zeiger. Hm. Two of Clubs ist zwar eigentlich nicht schlecht, aber jetzt hier an der Stelle nicht das, was ich sehen wollte. Oh, das ist auch uncool. Gott sei Dank, oh Gott sei Dank habe ich scheiße gedodged. Ich wollte gerade schon meine Dodge-Fähigkeiten hier krass loben. Dabei war das eigentlich nur versagt. Hm, ich bräuchte einen Tinted Rock oder sowas in der Art. Ah gut, danke. Was haben wir denn da? More Red Hearts. Oh, mehr rote Herzen droppen. Das ist aber schön. Oh, die Laseraugen, die haben mich letztes Mal ein bisschen kaputt gemacht hier. Oh, jetzt auch nichts mehr drin. Nicht mal Tinted Rock oder so. Ah, fuck. Okay, Brain. Brains. What? Warum habe ich nur noch ein Herz? Retrovision. Oh, Retrovision nochmal. Das ist natürlich schön. Und wir sind tot.
Ja, Leute, ist nicht so Premium. Das Gute ist, dass wir halt Guppies Paw haben. Das heißt, wir können uns immer relativ gute Leben wieder ranholen. Problem an der ganzen Situation ist halt nur, ich weiß nicht, ob uns drei Herzen für Mums Heart, also fürs Heart oder It Lives reichen. Willst du mir jetzt noch hinterherrennen, Penner? So nicht, Jung. Dann nochmal die zwei kleinen Gurdies. Gurdy, Gurdy, Gurdy. Gurdy, Gurdy, Gurdy. Key, fuck. Ja gut, ich hätte dann mal gesagt, da das hier... Wir können eigentlich noch da oben reingehen. In den Battle Room und gucken mal, was die drei roten Chests bringen. Oh wow. Das waren drei gute rote Chests. Das waren drei richtig gute Chests. Das hat sich gelohnt. Muss ich schon sagen. Das Gute ist aber, wir farmen hier gerade ein paar Viecher, aber dadurch, dass hier mehrere Bosse spawnen, ist das eigentlich relativ egal. Und wer kommt noch? Ah, hallo. Wie geht's dir? Du wirst gleich sterben. Ich muss aufpassen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass ich hier bei denen auch immer auf meine Bomben ein bisschen achte. Ja, du kannst gerne die Dings spawnen. Das ist okay für mich. Oh, wir haben eine Bombe rausgekriegt. Hat sich jetzt ganz schön gelohnt. Wir können... Ne, da oben bringt uns das nichts. Habe ich irgendwo einen Tinderdrog übersehen? Du bist kein Tinderdrog, gell? Du hast immer nur dieses markante... Oh, das waren keine 3 Sekunden. Also diesen leicht markanten Ding drauf, aber du bist kein Tinderdrog. Fuck you. Okay, Leute, auf ein neues. Fuck! Komm. Oh, oh. Oh! Oh! Hör auf! Stop doing this! Komm, wo ist mein Poop? Warum hat der Poop hier nichts angerichtet? Oh Gott, Poop! Was machst du da? Weg! Oh, so close! Nein, der Brimstone! Der Brimstone! Der ist böse! Wir haben es geschafft! Oh mein Gott! Leute, wir können noch einen Devil Deal schnappen. Wir nehmen den Devil Deal mit. Ah! Nein! Oh, fuck! Oh, ich bin so dumm, Leute. Ich bin so dumm. Wir müssen jetzt in die Chest gehen, Leute. Eigentlich hätten wir noch gut weitermachen können. Aber ich hab's verkackt. Deswegen endet dieser Run hier an dieser Stelle, leider. Leider. Ich vergesse es jedes Mal, dass ich da dann runter muss. Dass ich da nicht nochmal raus kann und irgendwas holen. Ja gut, das war also ein wunderschöner Teil. Ich guck jetzt mal, ob das jetzt vielleicht funktioniert. Wir haben immer noch den Winstreak von -4. Ich weiß jetzt nicht, ob das an Mods liegt oder sonst was. Ein bisschen seltsam. Aber ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Wir werden auch jetzt im nächsten Part so ein bisschen Mods probieren und sowas. Wir haben ja einige übrig. Ich habe sogar schon 3 Stück hier drauf gemacht erstmal. Ja gut, die 2 Stücks hier sind so Standard-Mods eigentlich, die ich inzwischen spielen will. Und May ist eigentlich ein ganz cooler Charakter, den wir bald spielen könnten. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich und dann hätte ich mal gesagt, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.